Ein freundliches Hallo aus dem Garten, vom Peter aus dem Garten. Wieder mal mit einem neuen Video. Ich war zuletzt beim IKEA und da habe ich was gefunden, wovon ich meine, was man auch schön fürs Lager mitbrauchen kann. Und zwar ist das der Dünsteinsatz für Gemüse. Und das Ding kann man schön aufklappen. Und da hatte ich mir eigentlich gedacht, das könnte man doch wunderbar als kleine Feuerschale für ein kleines Lagerfeuer benutzen. Nicht groß, einfach nur so ein bisschen für die Stimmung im Lager. Also nicht zum Kochen, auch nicht großartig zum Wärmen. Und das werde ich jetzt gleich mal ausprobieren. So, diese Schale, das ist nicht allzu teuer, das Ding. Kostet keine 5 Euro. Und probieren wir es einfach mal aus. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. So, das Schöne an der Sache ist jetzt, man kann das hochklappen. Ist dann windgeschützt. Und brennen tut das gut. Jetzt tun wir hier noch ein paar Feathersticks dabei. So, von unten kriegt es Luft, von der Seite kriegt es Luft, windgeschützt ist es auch. So, als Zunder habe ich jetzt verwendet ein Wattepad, was ich in Wachs getaucht habe und dann getrocknet habe. Und wenn man das auseinander rupft, dann kann man das also sehr gut mit einem Feuerstahl anschmeißen. Also wie ihr seht, das jetzt zieht er aber richtig Luft. Also das brennt hervorragend. Und so kann man dann eine kleine transportable Feuerschale, so ein bisschen für die Romantik und für die Stimmung abends im Lager, kann man dann immer schön mitnehmen. Es ist windgeschützt und kostet noch nicht mal 5 Euro das Teil. Also ich finde es gut. War auch nur mal so eine Anregung von mir. Würde mich freuen, wenn ich auch da einen Kommentar unter dem Video bekomme. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschö. Noch ein kleiner Nachtrag. Ich habe jetzt mal ganz zugemacht. Das hat also eine super Kaminwirkung. Ja, so sieht man es vielleicht besser. Ja, und das verbrennt also wirklich restlos, bis du nur noch weiße Asche hast. Also wirklich eine feine Sache. So, machen wir nochmal auf. Da. Mehr bleibt nicht über. Also wirklich eine feine Sache. So, das nur nochmal so zum Schluss.